Hallo, willkommen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder nicht alleine. Denn ich bin wieder mit dabei. Ja. Und man sieht wieder nur die Hände, weil, wie letztens schon angesprochen, machen wir ja immer noch unsere Beauty-Videos. Und diesmal machen wir Lip Scrub. Und da ist es immer besser, dass man die Hände sieht und was hier alles so geschieht. Oh, das sorry, an alle, die mit Kopfhörer gehört haben. Genau, wir machen heute einen Lip Scrub. Und diesmal eigentlich so gefühlt alles selber, ne? Also bei Seife mussten wir das ja aufwärmen und dekorieren. Und diesmal ist es eigentlich so ein richtig schönes Mischen. Genau, also die Hauptzutat ist Zucker. Der kommt jetzt in die Mitte. Zucker. Hier ist er. Weißer Zucker, brauner Zucker ist da eigentlich relativ egal. Wir haben halt einfach weißen Zucker. Genau. Wir nehmen 4 Teelöffel davon in jede Schüssel. Wir machen wieder heute 2 unterschiedliche Sachen. Einfach zu zeigen, dass man halt auch unterschiedliche Sachen kann. Oh Gott. Wie viel waren es? 4, ne? 4 Teelöffel. Zählt mit mir, wie bei Doch. 3 und... Sicher? Oh Mann. Bestimmt. Gemein. So, das ist jetzt unsere Hauptzutat. Damit, das ist sozusagen das Peeling, was unsere Haut abrubbelt. Jetzt brauchen wir aber noch eine Flüssigkeit, weil einfach nur Zucker ist langweilig. Olivenöl. Genau, davon nehmen wir einen halben Teelöffel. Genau. Für die Pflege der Lippenhaut. Ups, das ist eine. Ich gebe dir eine Hälfte ab. Noch ein Stückchen, ein Schlückchen. Oh, ups, das war zu viel. So, und jetzt haben wir hier einen so einen schönen, den sieht man jetzt nicht, aber hier so einen gelben Fleck. Und den werden wir jetzt einrühren. Vielleicht. Ja, das ist, so will ich das haben, Leute. Das sieht man schon, das ist ein bisschen bröseliger, ne? Also wenn man das jetzt so ausnehmen würde, dann würde sich das an der Haut so reiben. Sieht ein bisschen aus wie gelber Schnee, den man nicht essen sollte. Ich habe schon gedacht, als wir das da reingepackt haben. Ich lasse nicht, das sag ich nicht. So, und jetzt wäre es theoretisch in seiner Basis fertig. Jetzt könnt ihr das einfach so abfüllen und benutzen. Es riecht für mich persönlich jedoch nicht so toll. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, noch ein bisschen, wo ist die Kamera? Bisschen andere Richtung, Rosenwasser reinzumachen. Man kann jedoch auch andere Sachen reinmachen, wie zum Beispiel Vanilleextrakt. Genau. Das könnte man reinmachen. Das mache ich aber nicht. Macht auch nicht. Aber schmeckt auch gut mit Vanilleextrakt. Also, falls wer das essen möchte. Genau, und ich packe da jetzt einfach nochmal so einen Hauch, ja, so ein bisschen, also ich messe das so ein bisschen, das 1, so 2, ich mache da glaube ich 3 Tropfen rein, einfach so auf Glück. Rein da bitte. So, und werde das jetzt auch nochmal umrühren und hoffen, dass es überall ankommt. Und ich rieche nichts, deswegen mache ich noch 2, 3. Ich mache nochmal 3 Tropfen rein. Vielleicht. Hallo? Nein. Das war zu viel. So, und dann mache ich das Rosenwasser wieder weg. Und werde das jetzt nochmal umrühren. Genau, das riecht jetzt schon ein bisschen nach Rose. Das finde ich ganz gut. So, und jetzt könnte man es natürlich auch wieder belassen und sagen, so, das reicht mir. Aber dann wäre es langweilig. Genau, das machen wir aber nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hineinzutun. Was ich empfehlen kann, also wir haben jetzt, wie ich zeigen werde, ich habe einmal Sherry. Und ich habe hier Lemon ausgesucht. Genau, und das sind ja so relativ hautneutrale, rötliche Töne. Man könnte auch, so blau und grün haben wir auch. Zum Beispiel Avocado könnte man rein. Machen. Genau, aber wenn man zu viel davon benutzt, dann kann es sein, dass es die Lippen einfärbt. Und da dachte ich mir, okay, falls ich dann aus Versehen zu viel da jetzt reinpacke, wie gerade beim Rosenwasser, dann nehme ich lieber so einen neutralen Ton, wo es dann einfach auch in schön rot meine Lippen färbt oder in schön gelb. Orange. Was hast du gesagt? Lemon, ne? Lemon. Ja. So, dann machen wir jetzt einfach so, ich weiß nicht. Ja, also 2 bis 4 Tropfen. 2 bis 4, ne? Eins.
Du bist so gut. Ich habe jetzt mal 4 Tropfen reingemacht. Allerdings ist das Lemon auch schon ein bisschen verfärbt. Ja. So, ich habe jetzt auch 4 Tropfen reingemacht, weil Nicole das gemacht hat. Ich vertraue Isa. Ach, das ist auch schön. Also ihr seht nicht, aber schön ist das für mich schon mal. Das ist gerade noch so einen roten Peachy-Ton. Und ich würde das jetzt so ein bisschen so auch so gegen die Wände drücken, weil da sind jetzt halt so diese Krümmchen, wo die Lebensmittelfarbe halt ist. Einfach damit sie sich besser auflöst. Sieht ganz furchtbar gelb aus. Mir ist gerade noch eingefallen, dass bald ja Halloween ist und da sind vielleicht Farben wie blau oder lila oder schwarz auch eine nette Idee. So, ich bin noch ein bisschen am Rühren. Das wird jetzt auch eine Überraschung. Also ich weiß auch gar nicht, ob ihr das jetzt vielleicht schon gesehen habt, aber übrigens verstecke ich es. Das wird zum Schluss eine Überraschung. So, und ich habe ein Okay, es sieht ein bisschen orange aus auf der Kamera, aber in wirklichem Leben ist es so ein bisschen pink, rötlich, so ein bisschen peachy. Ja, würde ich schon so sagen. So, dann wäre es ja an sich. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Jetzt haben wir nichts mehr zu ändern. Also man könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen Glitzer reinpacken. Aber da muss man auch achten, dass man die Glitzer auch essen kann. Und generell alles, was da drin ist. Weil wenn das so an die Lippen kommt, dann kommt ja auch einiges manchmal in den Mund. Deswegen bitte darauf achten, dass alles essbar ist. Genau. Ich teste hier einfach mal ein bisschen in meine Haut aus. Das ist so schön. Ja, ich vielleicht auch. Vielleicht verfärbt das ja auch ein bisschen. Ups. Also ich nehme das jetzt hier so mit dem Finger aus. Oh Gott, vielleicht auch nicht anscheinend. Hier, ich merke auf jeden Fall das Öl an meiner Haut. Man kann es, glaube ich, auch sehen. Und es fühlt sich wie ein Peeling an. Genau. Und der Zucker, der löst sich so langsam auf. Und wenn ihr das auf eure Lippen macht, dann könnt ihr das natürlich auch ablecken. Wir werden jetzt aber nicht unsere Hand ablecken, sage ich, während Nicole die Hand ableckt. So, und ich kann das auch nochmal zeigen, dass das auch nicht verfärbt ist. Also man sieht jetzt noch so die Falle. Aber dieser Rotton ist jetzt auch nicht abgefärbt. So, und jetzt haben wir ja natürlich die Masse und man könnte es jetzt natürlich auch einfach in den Schüsseln lassen, aber dann hätte ich eine Schüssel zu wenig hier im Jugendzentrum. Deswegen haben wir so Tiegel, heißen die, bestellt, aus dem Internet, den Anbieter unseres Vertrauens. Und genau, die kann man halt so zuschrauben, durch den vielleicht auch wieder aufschrauben. Durch diesen Deckel ist es auch relativ luftdicht, also hält es auch ein bisschen. Genau, und da würden wir das jetzt einfach reinfüllen. So. Jetzt habe ich auch schon wieder gekleckert. Ey. Also vielleicht eine Unterlage. Also auf jeden Fall Fisch, den man abwischen kann, während ihr so diese ganzen Sachen macht. So, und fertig ist euer Lipstick für die nächsten Tage. Und Wochen. Ich wollte gerade sagen, Tagen kriege ich dann nicht mehr. So, und jetzt hier auch nochmal in Pink. Das sieht mehr so aus wie Lachs auf der Kamera, aber das ist Pink. Nochmal daneben. So, genau, das wäre es dann auch eigentlich schon wieder mit dem Lipscrub. Also wie ihr seht, sind auch all diese Sachen, die wir hier gerade in den Beauty-Bereichen machen, relativ schnell und relativ einfach zu machen. Mit sehr günstigen Zutaten, sehr günstigen, die eigentlich fast jeder zu Hause hat. Genau. Und die man auch eigentlich überall bekommt. Jetzt die Seife könnte man bestimmt auch irgendwo in welchen Laden in der Stadt bekommen. Also es ist, man muss es nicht immer im Internet bestellen. Genau. Falls ihr das selbst nachmacht, könnt ihr uns natürlich gerne über Instagram Fotos davon schicken. Ich bin gespannt. Vielleicht ist ja auch jemand sehr, sehr mutig und probiert blau aus. Genau. Das war's mit unserem Lip Scrub. Und mit diesem heutigen Stream. Und bis nächste Woche. Da machen wir einen Body Scrub. Sehr schön. Tschüss.